Session für unseren Crypto-Buddies machen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, macht dieser Verein seit einigen Semestern Crypto-Partys. Am Anfang waren es hauptsächlich Fami und Sherti, die tatsächlich Crypto-Partys im Sinne von E-Mail-Verschlüsseln gemacht haben. Später wurde das Ganze erweitert auf mehrere Vorträge, eine Gesprächsrunde ist dazu gekommen, Workshops sind dazu gekommen. Und das wollen wir euch heute mal so ein bisschen schmackhaft machen, denn uns ist aufgefallen, dass die meisten von uns bald aufhören. Und genau, dann erzählen wir euch einfach mal so ein bisschen, was es so gibt. Etwas, was mir besonders am Herzen liegt, ist die Gesprächsrunde. Das ist so ein bisschen eine Panel-Diskussion mit allen Leuten, die interessiert sind. Wir haben da jedes Semester dann ein bestimmtes Thema, über das wir reden. Das hatten wir jetzt insgesamt, glaube ich, dreimal. Die Themen, über die wir bisher geredet haben, war das erste Mal, war es, wie wir mit unseren Daten Geld verdienen. Dort haben wir dann ein bisschen darüber geredet, wie personenspezifische Werbung funktioniert. Da hatten wir dann auch das erste Mal unsere Kollaboration mit den Leuten aus der Netzpolitik AG. Das ist eine Gruppe von Politikwissenschaftlern, die sich auch in Richtung Datenschutz und netzpolitische Themen engagiert. Die hatten wir damals angesprochen und seitdem sind die auch immer regelmäßig mit dabei. Unser zweiter Vortrag, unsere zweite Gesprächsrunde ging über Netzwerkdaten und was mit denen alles gemacht werden kann. Was dort sehr cool war, war, dass einer aus einer Arbeitsgruppe hier der Uni auch mitgearbeitet hat. Es war auch super lehrreich für uns, da haben wir nochmal so quasi Einsicht von jemandem, der sich damit echt auskennt gab. Und jetzt das letzte Mal haben wir über Cryptoverse geredet. Und dieses Mal wollen wir über Internet of Things reden. Das Ganze ist im Moment noch in der Planungsphase. Das sieht dann immer so aus, dass wir uns mehrmals vorher treffen und so ein bisschen die Themen auch diskutieren. Irgendwie, was läuft gerade in der Aktualität, was bewegt die Leute, was sind Pro- und Kontrapunkte. Dann treffen wir uns auch mit den Netzpolitikern, reden auch nochmal mit denen drüber, was sehr, sehr interessant ist, weil die meistens auch nochmal einen ganz anderen Blickpunkt damit reinbringen. Und dann die Panel-Diskussion an sich ist auch immer wahnsinnig spannend, weil je nachdem, was die Leute einfach schon so ein Vorwissen mitbringen, lernen wir halt auch nochmal andere Blicke auf das gleiche Thema kennen. Genau, und eine zweite Veranstaltung, die wir haben, ist der sogenannte Erklärbär. Das ist dann so Technik für Nicht-Techniker, ist glaube ich der offizielle Name. Und dort machen wir eben genau das. Wir nehmen irgendein kompliziertes Thema in Anführungszeichen und versuchen es so ein bisschen für die breite Masse einfach zu erklären. Das erste Mal hatten wir, wie funktioniert das Internet? Ich weiß nicht, das war auch das einzige Mal, wo wir das bisher gemacht haben. Dieses Semester wollen wir auch Internet of Things und Datenschutz so ein bisschen erklären. Also was ist dieses komische Internet of Things eigentlich und wie verträgt sich das mit Datenschutz? Und auch da werden wir noch Leute gebraucht, weil dort setzen wir uns dann eben auch zusammen und überlegen uns so ein bisschen, wo können wir die Leute abholen. Wir dürfen es nicht zu einfach machen, aber auch nicht zu kompliziert. Das ist auch immer ein ganz interessanter Balanceakt. Und dann gibt es noch einige technischere Dinge und die wird hier abgeben. Genau. Karin hat es ja gerade schon erzählt, wir haben den Technik für Nicht-Techniker und diesen Gesprächsrundentermin. Und dann gibt es noch ein paar andere Termine, die sich jetzt mehr im Rahmen der klassischen Krypto-Partys bewegen. Das ist primär unser Termin, unser Workshop zum Thema E-Mail-Verschlüsselung und unser Workshop zum Thema Anonymität im Internet. Bei der E-Mail-Verschlüsselung sprechen wir entsprechend über Dinge wie PGP und wie mache ich das eigentlich mit Mails und wie funktioniert das. Und da ist dann auch immer ein Hands-on-Workshop mit dabei. Das heißt, die Leute können ihren Laptop mitbringen und unser Anspruch ist, da geht dann jeder am Ende mit einem funktionierenden Setup raus. Das heißt dann auch, dass wenn wir in der Praxisphase sind, dass wir immer wieder Leute brauchen, die auch rumgehen können, die dann Leuten im Zweifelsfall helfen können, wenn irgendwo eine Unklarheit besteht. Und wird das Ganze entsprechend so durchgearbeitet, von vorne bis hinten, einmal schnell durch. Und am Ende können die Leute sozusagen, während wir das vorne vormachen, immer sukzessive mitmachen. Das andere ist so ein bisschen dieser Anonymität im Internettermin. Da haben wir sozusagen so ein bisschen so ein Basarsystem. Wir haben verschiedene Leute, die haben dann so ein Thema vorbereitet und die Leute können sich entsprechend dann zu bestimmten Leuten setzen und bekommen von denen halt Dinge erzählt, wie zum Beispiel, was ist eigentlich Tracking im Netz
oder was ist eigentlich Tor, wie funktioniert der Tor-Browser. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und auch hier suchen wir immer Leute, die Interesse haben, so ein Thema vorzustellen, so ein Thema vorzubereiten und am Ende so ein Thema so ein paar Leute zu erzählen. Das sind also mehr sozusagen die hands-on technischen Themen. Und hier in beiden Fällen und auch in der Gesprächsrunde suchen wir halt immer Leute, die Interesse haben, die Spaß haben, sowas zu machen. Und wenn irgendwer von euch Lust hat, dann sagt doch einfach Bescheid, dann kommt einfach auf einen von uns zu. Und wenn ihr Bock habt, dann können wir euch direkt in dieses Semester auch in die Planung einbinden. Und ihr könnt dann entsprechend mithelfen. Wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ah nee, das ist irgendwie, das kann ich ja selbst alles nicht so gut und das habe ich ja selbst auch noch nicht so richtig gemacht, dann ist es überhaupt kein Problem. Die Themen sind insgesamt auch nicht schwierig. Es geht halt nur darum, dass man den Leuten, die halt einfach mal sozusagen so ein bisschen die Berührungsängste mit den Leuten näher bringt. Das heißt, wenn jemand der Meinung ist, ich habe da noch nicht so viel zu gemacht, aber ich habe da gerne Lust drauf, dann sagt uns auch Bescheid, das ist ein lösbares Problem, das kriegen wir hin. Genau. Das wäre so das, was wir zu der Thematik zu sagen hätten. Haben wir noch was vergessen? Glaube nicht. Und dann wünsche ich noch einen angenehmen Chaos-Treff und hoffe, dass einige Leute vielleicht Interesse daran haben, bei den Krypto-Partys ein bisschen mitzuhelfen und das Projekt auch in der Zukunft ein bisschen weiterzuführen. Denn, wie Karin schon gesagt hat, das Team ist etwas, der Altersdurchschnitt des Teams ist etwas hoch und wir fänden es sehr traurig, wenn das Ganze jetzt sozusagen einschlafen würde, nur weil die gegenwärtigen engagierten Leute in der Orga jetzt alle irgendwo anders hin verschwinden. Alles klar, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einmal in den Chaos. Wenn Fragen sind, einfach fragen. Wir sind noch ein Weilchen da. Ja, nee, so lange sind wir auch nicht mehr da. Gibt es irgendwelche konkreten Nachfragen momentan?